Ja, servus Jungs und Mädels, weil ihr erkennen könnt, jetzt will ich heute mal nichts machen. Heute lassen wir mal vom Christian von Wiener auf seinem Streetfood. Der Christian, McAllister und der Michael, der Barbecue-Bier, als Unterstützung. Schauen wir mal, was die heute machen und was es ist und wie das läuft alles. Und wenn es Ihnen gefällt, das Video, bleibt dabei, schaut es Ihnen an. Viel Spaß dabei. Ja, wir sind jetzt am Weg Richtung Hirschau und wollen wir da hinfahren natürlich, das wird klar sein, zum Christian McAllister's Streetfood. So, jetzt Hirschau ist jetzt in der Nacht, das war das Ortsschüttel und jetzt schauen wir, wer der Christian steht. Ja, Christian, halbe Dere. Jetzt lass mich mal da ein wenig drüber schauen, was du da so alles treibst. Ja, Stress pur, Stress pur. Stress? Schon. Stress ist gut, wenn du Stress hast, das ist immer gut. Schon, ja. Wir werden auf jeden Fall da nochmal was testen. Da wird es Zeit, dass es vorbeikommt. Ja, was darfst du denn empfehlen? Natürlich den Primary Pickle Burger. Das ja, das haben wir schon gedacht. Ja, ansonsten alles. Ich glaub, aber ich glaube, da darfst du mal euch herrichten. Ja. Da kannst du mal euch machen. Stellst du es dann? Feuerstück. Sagt, ja, das ist ja klar. Weil jetzt ein wenig Stress ist. Schon, ja. Okay, wir sehen sie dann wieder. Wir sehen uns nachher. Gell? Ja. So, jetzt muss ich natürlich nochmal kommen, weil gerade habe ich natürlich allen Unterstützung vom Christian nicht kennt. Beziehungsweise mit ihren Masken muss ich sagen, Michael, tu mal kurz deine Masken an, dass man die wenigstens kennt. Jawohl, jetzt lassen wir das eingehen. Also, der Michael vom Barbecue Bier ist als Unterstützung mit da für den Christian. Das lassen wir natürlich schon eingehen, das ist eine super Sache, dass er eine gute Unterstützung gekriegt hat heute. Auf jeden Fall, einer ja. Der besten natürlich. Ja, sowieso. Andi, hat der Burger geschmeckt? Einwandfrei. Ja, das freut mich. Ja. Bloß schade ist natürlich jetzt mit der Corona-Zeit, dass keine Stehtische nicht da sind. Das stimmt, ja, die hätten wir gerne angeboten, können wir aber leider nicht machen, gell? Ja. Muss man froh sein, dass wir überhaupt offen haben dürfen. Aber das wird vielleicht einmal nur nachgeholt. Und dann kommen wir wieder. Auf jeden Fall. Schon. Jawohl. Nee. Also mach weiter. Ich darf gerne mehr Zeit mit dir verbringen, aber heute ist der falsche Doktor hier. Das ist mir schon klar. Aber ist ja schön, dass wenigstens ein bisschen was geht. Ist so, genau. Geil. Wir werden sie auf jeden Fall wieder sehen. So ist es. So, dreimal der Monte Royal, genau, die habe ich. Und die Currywurst. Vielleicht gehe ich mal hinten nur ein wenig rein und schaue mal da ein wenig durch. So, wenn es genehm ist. Also jetzt haben wir mal hinter die Kulissen ein wenig. Schauen wir, wie das ausschaut. Aber man sieht ja, der hat viel Stress heim, alle zwei. Da schaut es natürlich nicht so gut aus. Wollen wir mal gucken, wenn es wieder besser wird. Also jetzt sieht man mal ein wenig auch, was für ein Ansturm ist. Dann sieht man auf jeden Fall, dass er Stress hat heim. Oder beziehungsweise alle zwei. Christian und der Michael. Also wieder daheim angekommen, weil wir gesagt haben, wenn wir von Christian, habe ich ein paar Szenen erwischt, vielleicht hat es ihm gefallen. Sollte es ihm gefallen haben, das Video, das kurze, war bloß ein kurzes. Irgendwo da oben kommt jetzt noch mein Logo, da könnt ihr draufklicken, abonnieren, nicht vergessen. Und die Glocken vor allem auch wichtig. Und die anderen zwei, die verlinke ich auch irgendwo da oben, also in Christian und in Michael, Barbecue Bier, den weil ich am Anfang gar nicht erkannt habe, mit deren Masken, aber das hat sich ja dann doch erledigt und gegeben. Ich sage dann, bis zum nächsten Mal, habt ihr euer Oberpfalz Barbecue.